Wie zur Hölle wäscht man eigentlich seine Wäsche richtig? In dem heutigen Video erkläre ich dir so kurz und knapp wie nur eben möglich, wie man ganz easy seine Wäsche richtig wäscht. Wenn man viel Geld für Kleidung ausgibt, dann sollte man natürlich auch wissen, wie man seine Kleidung wäscht und pflegt, damit man auch so lange wie möglich was von seinen Klamotten hat. Als ich zum Beispiel 18 war und in meiner ersten eigenen Wohnung alleine gewohnt habe, Leute, ihr wollt gar nicht wissen, wie oft ich meine Ma angerufen habe und gefragt habe, Mama, sag mal, wie wasche ich nochmal diesen Strickpulli? Auf 30 oder auf 40 Grad? Darf ich den eigentlich auch in den Trockner geben oder besser nicht? Und wie läuft das eigentlich nochmal mit dem Bügel? Also Leute, schaut euch das Video von Anfang bis ganz zum Ende an, damit ihr weder eure Mutter noch eure Oma oder eure Großmutter anrufen müsst, sondern danach wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, wie ihr da draußen eure Wäsche zu waschen habt. Und an alle Frauen da draußen, teilt das Video liebend gerne mit euren Männern, dann gibt es nämlich auch keine faulen Ausreden mehr, dass sie nicht wissen, wie sie ihre Wäsche zu waschen haben. Also starten wir mit Schritt Nummer 1, mit dem Wäsche sortieren. Wenn ihr eure Wäsche erstmal auf einen großen Wäschehaufen geworfen habt, dann solltet ihr die Wäsche erstmal nach Farbe sortieren. Sprich, schwarze Wäsche zu schwarzer Wäsche, weiße Wäsche zu weißer Wäsche und bunte Wäsche zu bunter Wäsche. Wenn ihr zum Beispiel wie ich jetzt nicht großartig bunte Wäsche habt, dann könnt ihr auch das Ganze nach Farbwelten sortieren, hier zum Beispiel nach der Farbe Grau. Wenn ihr eure Wäsche dann sortiert habt, dann fragt ihr euch wahrscheinlich, bin ich jetzt fertig mit dem Wäschesortieren? Ganz klare Antwort, nein. Im zweiten Teil der Sortierung sortieren wir die Wäsche dann einfach nach Material. Das machen wir ganz einfach, wir sortieren das nach drei Kategorien. Einmal nach Feinwäsche, nach normale Wäsche und nach Heißwäsche. Feinwäsche wäre zum Beispiel Seide oder Kaschmir, also alles, was sehr feine Stoffe sind. Normale Wäsche ist zum Beispiel Alltagskleidung, zum Beispiel Jeans oder Baumwolle. Und Heißwäsche wäre in diesem Fall zum Beispiel Handtücher oder Bettwäsche. Wenn ihr euch in diesem Fall jetzt zum Beispiel unsicher seid, kein Problem, dann schaut einfach ins Etikett vom Kleidungsstück. Jedes Kleidungsstück hat nämlich so ein kleines Etikett von innen vernäht und dort sind Symbole drauf, die euch verraten, wie ihr eure Wäsche zu waschen habt. Ich gehe jetzt einfach mal ganz kurz die Symbole durch und erkläre euch die Symbole, damit ihr auch wisst, was welche Symbol bedeutet. Das erste und wohl wichtigste Symbol ist das Symbol Waschen, das ist dieser Bottich mit Wasser. Wenn dieses Symbol durchgestrichen ist, dann bedeutet das, dann darf man dieses Kleidungsstück nicht waschen. Ansonsten sind meistens dort in diesem Bottich Zahlen zu sehen, wie zum Beispiel 30, 40 oder 60. Das bedeutet dementsprechend, dass man die Wäsche auf dieser Gradzahl waschen darf. Ist da eine 30 drin, darf man die Wäsche bis zu 30 Grad waschen, ist dort eine 40 drin, bis zu 40 Grad und so weiter. Wenn in diesem Bottich allerdings eine Hand drin zu sehen ist und keine Gradzahl, dann bedeutet das, dass das Kleidungsstück mit der Hand zu waschen ist. Das nächste Symbol ist das Dreieck. Das Dreieck bedeutet bleichen, ist wahrscheinlich eher nicht so relevant, weil wir unsere Wäsche wahrscheinlich nicht bleichen werden, aber wenn das Zeichen durchgestrichen ist, bedeutet das, dass man die Wäsche nicht bleichen darf. Das nächste Symbol ist allerdings von großer Relevanz, das ist der Kreis im Quadrat und dieses Zeichen bedeutet trocknen. Wenn dieses Zeichen durchgestrichen ist, dann darf deine Kleidung nicht in den Trockner. Ganz, ganz wichtig, ansonsten kann das Ganze tatsächlich nach hinten losgehen. Und jetzt gibt es ein Punktesystem. Es können 1, 2 oder 3 Punkte in diesem Symbol zu sehen sein. Ein Punkt bedeutet schon trocknen, 2 Punkte bedeutet normal trocknen und 3 Punkte bedeutet heiß trocknen. Also dann darf deine Wäsche auch heiß getrocknet werden. Kommen wir zum nächsten Symbol. Das nächste Symbol ist das Bügeleisen. Bügeleisen bedeutet natürlich bügeln und hier gibt es das identische Punktesystem wie beim Trocknen. Ein Punkt bedeutet bei leichter Hitze bügeln, heiß bis zu 110 Grad. 2 Punkte bedeutet bei mittlerer Hitze bügeln bis zu 150 Grad und 3 Punkte bedeutet, man darf auch heiß bügeln bis zu 200 Grad. Wenn das Bügeleisen durchgestrichen ist, dann darf nicht gebügelt werden. Kommen wir zum letzten Symbol und zwar zum Kreis. Im Kreis können verschiedene Buchstaben drinstehen, aber es ist für uns nicht relevant, denn dieser Kreis bedeutet chemische Reinigung bzw. professionelle Reinigung. Von daher ist es für uns irrelevant. Die Buchstaben, die da drin stehen, sind nur für die Wäscherei interessant, die halt deine Wäsche wäscht. Wichtig für uns ist nur zu wissen, wenn es durchgestrichen ist, dürfen wir das Kleidungsstück nicht in die Reinigung bringen. Machen wir hierzu einfach mal 2 ganz einfache Beispiele. Das erste Beispiel ist jetzt in diesem Fall dieses weiße Hemd hier. Dieses weiße Hemd darfst du bis zu 40 Grad waschen. Es darf nicht gebleicht werden. Es darf nicht in den Trockner geworfen werden, denn der Trockner ist durchgestrichen. Du darfst es bei mittlerer Hitze bügeln und du kannst es nach Bedarf auch in die Reinigung bringen. Das nächste Beispiel ist dieses Sakko hier. Bei dem Sakko sieht es zum Beispiel ein bisschen anders aus. Das Sakko darf nicht gewaschen werden, es darf nicht gebleicht werden, es darf nicht in den Trockner geschmissen werden. Es kann bei mittlerer Hitze zwar gebügelt werden, aber wenn das Sakko dreckig ist, dann solltest du das Sakko tatsächlich in die professionelle Reinigung bringen. So, ich bin mir sicher, das sollte jetzt verstanden sein. Der erste und wohl wichtigste Schritt ist abgehakt. Machen wir weiter mit Schritt Nummer 2. Im zweiten Schritt können wir jetzt
die Wäsche in unsere Waschmaschine packen und die Waschmaschine beladen. Wichtig dabei ist, dass man die Waschmaschine, wenn man sie belädt, nicht zu voll stopft, also nicht wirklich bis zum Rand vollstopfen, dass gar nichts mehr reinpasst, das ist nicht gut. Also wenn das so aussieht wie hier und es komplett vollgestopft ist, das machen wir so nicht. Wenn man die Waschmaschine nämlich zu voll stopft, dann spült die Wäsche nicht richtig durch und das wollen wir natürlich nicht. Dementsprechend packt die Waschmaschine einfach nicht zu voll, lasst oben einfach noch ein bisschen Luft, damit es halt so aussieht wie hier jetzt. Wenn das also passt und ungefähr so aussieht wie hier jetzt, dann könnt ihr die Waschmaschine schließen und wir machen weiter mit Schritt Nummer 3. Machen wir mit dem nächsten Schritt weiter und zwar Waschmittel. Die erste Frage, die man sich als Mann natürlich stellt, ist, welches Waschmittel brauche ich denn eigentlich? Ich mache es euch ganz einfach, Leute. Ihr braucht zwei Waschmittel. Ein Waschmittel, ein Vollwaschmittel für normale Wäsche und ein Waschmittel für schwarze Wäsche. Wenn ihr diese beiden Waschmittel im Haus habt, dann seid ihr erstmal fein. Optional könnt ihr logischerweise auch noch andere Waschmittel benutzen. Wir nutzen zum Beispiel noch drei Optionen dazu. Wir haben zum Beispiel noch ein Feinwaschmittel, wenn wir zum Beispiel sehr feine Wäsche waschen. Optional kann man zum Beispiel auch noch einen Weichspüler nehmen, damit die Wäsche halt schön weich wird und halt auch super riecht. Ist aber absolut kein Muss. Und wir haben zum Beispiel noch ein Wäscheweiß zu Hause, wenn wir zum Beispiel weiße Wäsche waschen, dass die weiße Wäsche auch wirklich wieder richtig schön weiß wird. Diese drei Optionen habt ihr zusätzlich noch, aber ihr seid, wenn ihr zwei Waschmittel habt, also ein schwarzes Waschmittel und ein Vollwaschmittel, dann seid ihr erstmal fein. Alles andere wäre optional. Und falls du gerade eine Wäsche waschen willst und ein Waschmittel brauchst, ich verlinke euch ein paar Waschmittel in der Infobox. So, dann nehmt ihr das passende Waschmittel zur Wäsche. Heißt, wenn du zum Beispiel schwarze Wäsche wäschst, nimmst du das Waschmittel für schwarze Wäsche. Logisch. Und jetzt kommen wir zu den beiden nächsten Fragen, wenn es um das Thema Waschmittel geht. Wie viel Waschmittel nehme ich denn eigentlich und wo muss ich das Zeug denn eigentlich reintun? Starten wir mit der ersten Frage, wie viel Waschmittel soll ich eigentlich benutzen? Viele denken, ja, umso mehr Waschmittel, desto besser. Nee, Leute. Wenn ihr nämlich zu viel Waschmittel benutzt, ja, dann kann es unter Umständen sein, dass zum Beispiel Waschmittelreste auf eurer Kleidung sitzen bleiben und dass ihr zum Beispiel blöde Flecken habt und das wollt ihr auf gar keinen Fall. Deshalb immer die passende Menge benutzen und dazu nehmt ihr einfach das Waschmittel und dreht das Waschmittel um und schaut auf der Rückseite, wie viel Waschmittel ihr genau verwenden sollt. Wenn ihr dann wisst, wie viel Waschmittel ihr verwenden müsst, dann dosiert ihr passend das Waschmittel ab und fertig. Jetzt bleibt nur noch die Frage offen, wo rein jetzt mit dem Waschmittel? Klar, in die Waschmaschine, aber wo genau? Grundsätzlich ist es so, wenn man die Waschmaschine aufmacht, dann hat meistens jede Waschmaschine drei verschiedene Fächer. Das erste Fach ist mit zwei Strichen oder zwei Punkten, das ist das Fach für das normale Waschmittel. Das zweite Fach hat entweder einen Strich oder einen Punkt und das ist das Fach für das Vorwaschmittel. Und dann gibt es noch ein Fach mit einer Blume, das ist das Fach für den Weichspüler. Also, jetzt wisst ihr Bescheid, das passende Waschmittel dann dementsprechend ins passende Fach kippen und fertig. Kommen wir zum vierten Schritt und zwar zum Waschgang. Jetzt müssen wir den Waschgang passend zur Wäsche auswählen. Bei vielen Maschinen ist es so, dass es unterschiedliche Waschgänge gibt, ja, von Automatik, Pflegeleicht, Sport, Allergie, Schnellwäsche etc. Wenn ihr euch da ein bisschen unsicher seid, dann empfehle ich euch einfach, den Waschgang auf Pflegeleicht zu stellen und dann dementsprechend die passende Gradzahl dazu zu wählen. So könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Mein Tipp an dieser Stelle noch, wenn ihr zum Beispiel Pflegeleicht und 30 Grad auswählt, dann wählt zum Beispiel auch eine mittlere Schleuderzahl aus. Somit wird die Wäsche halt nicht ganz so stark geschleudert und somit wird eure Wäsche halt schon behandelt. Apropos Schleuderzahlen, kurze Info dazu noch. Schleuderzahl ist die Zahl, wie schnell sich die Wäsche in der Waschmaschine dreht. Und die Schleuderzahlen bewegen sich meistens immer so zwischen 800 und 1400. Das bedeutet, je geringer die Schleuderzahl ist, desto sanfter ist es für deine Wäsche, aber desto nasser bzw. feuchter kommt die Wäsche auch aus der Waschmaschine raus. Je höher die Schleuderzahl allerdings ist, desto weniger sanft ist es zu deiner Wäsche, aber desto trockener kommt die Wäsche natürlich am Ende des Tages dann auch raus. Kommen wir zum letzten und zum fünften Schritt und zwar zum Wäschetrocknen. Wenn die Waschmaschine durchgelaufen ist, dann muss die Wäsche natürlich auch noch getrocknet werden. Wir machen das grundsätzlich so, dass wir unsere Wäsche komplett aufhängen. Wenn du das auch so machst, dann ist es erstmal gut, ja, ist natürlich energieschonender und natürlich auch schonender und sanfter für deine Kleidung. Und wenn du das machst, dann empfehle ich dir, deine Wäsche zum Beispiel über zwei Bügel drüber zu legen, damit deine Wäsche einfach besser trocknet und auch schneller trocknet. Wenn du deine Wäsche allerdings mit einem Trockner trocknen möchtest, dann denk an die Symbole. Wenn ein Punkt in dem Symbol Trockner drin ist, dann schonend trocknen. Wenn zwei Punkte in dem Symbol drin sind, dann kannst du es normal trocknen. Und wenn drei Punkte drin sind in dem Symbol, dann kannst du es auch heiß trocknen. Aber aufpassen mit dem Trocknen. Wenn man zu heiß trocknet, dann kann es unter Umständen sein, dass die Kleidung einfach ein bisschen kleiner wieder rauskommt. Und Leute, ein ganz wichtiger Hinweis noch. Ihr müsst eure Wäsche nicht direkt nach dem ersten Mal tragen, direkt waschen. Ganz wichtig. Wenn es zum Beispiel Kleidung ist wie Unterwäsche oder T-Shirts,
T-Shirts, die direkt auf der Haut aufliegen, dann schon, ja. Aber wenn es zum Beispiel ein Pullover ist oder eine Jeans ist, die muss man nicht direkt nach dem ersten oder zweiten Mal tragen direkt waschen. Es reicht auch, wenn man die Wäsche dann, zum Beispiel eine Jeans, nach dem fünften Mal tragen erst wäscht. Und wenn du da draußen jetzt jemanden kennst, der unbedingt wissen sollte, wie er seine Wäsche zu waschen hat, dann teile liebend gerne dieses Video mit ihm. Und wenn du grundsätzlich ein paar hilfreiche Informationen aus dem Video rausziehen konntest, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und jetzt wünsche ich euch da draußen ganz viel Spaß beim Wäschewaschen. Und das richtig.